Nein, nicht wer mit wem zuerst schläft, sondern... Also ich dachte aufstehen. Wer ist komplizierter von euch beiden? Definitiv du. Wer verkörpert den männlichen Part? Wer von uns kann besser mit Geld umgehen? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hallo. Das ist Maxim. Ja, ich bin auch wieder da. Der gehört so hier zu mir. Zur Standardeinrichtung. Und ich bin Danny. Hallo Danny. Und hallo Maxim. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich mich auch. Weißt du, worum es heute geht? Grob. Nee, nicht ums Grobe. Heute geht's ums Intensive und ums Eingemachte. Denn ich habe euch bei Instagram gefragt, also so verschiedene Sachen habe ich euch gefragt, wo ihr abstimmen könntet. Zum Beispiel, wer mag mehr Erdnussbutter, Maxim oder Danny? Und da habt ihr abgestimmt. Und das sind Sachen, die kennt Maxim noch nicht. Nee. Und die trage ich dann gleich vor. Und dann ist es interessant, wie ihr entschieden habt und was der Wahrheit entspricht und wie das alles so ist. Deswegen... Bleibt dran, ich rieche nach Nudelsalat. Ich auch. Nach Zwiebeln. Deswegen bleibt dran, schaut euch das Video an und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Dabei. Kommen wir zu der allerersten Frage. Ich bin ganz aufgeregt. Die erste Frage war, wer ist romantischer? Und dann habe ich quasi dann wieder Maxim oder Danny zur Auswahl gegeben. Was würdest du sagen, wer von uns beiden romantischer ist? Soll ich jetzt meine Meinung sagen, was ich empfinde? Nee, die oder vom was, Papst. Nein, oder was ich glaube, was die Community denkt. Nein, deine Meinung. Du. Ich bin mehr romantischer? Ja. Ja. Danny gibt sich halt immer Mühe. Stimmt, du gibst dir keine Mühe das mehr. Das stimmt nicht, aber du machst ja andere Sachen. Und das, sowas mache ich. Was mache ich denn für andere Sachen? Naja, so Zettelchen schreiben und so. Habe ich auch schon lange nicht mehr. Ist noch gar nicht so lange her. Ja. Einmal habe ich eine romantische Schnitzeljagd organisiert, die ich in ein Hotel geführt habe. Ja, das war wirklich schön. Das war wirklich schön. Ja. Ja, also definitiv du. Okay, die Community hat entschieden, was glaubst du? Du. 50-50. Echt? Ungelogen, ich blende euch das ein. Komplett 50-50. Das finde ich schön. Ja. Die nächste Frage ist, wer schläft von uns beiden zuerst ein? Definitiv ich. Freunde, ihr müsst euch vorstellen. Du? Ja. Du schläfst? Einschlafen? Was das? Nein, nicht wer mit wem zuerst schläft, sondern... Also ich dachte aufstehen. Du. Ja. Du. Hundertprozentig du. Es ist so krass. Also ich bin ja eigentlich jemand, der schnell einschläft, aber ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der... so schnell einschläft wie Danny. Jetzt hör mir mal zu, junge Dame. Ich möchte auch nicht, dass du da mit so vielen Menschen schon geschlafen hast. Nee, aber ich habe ja alleine Familie und eine... Da ist er nämlich jetzt mal sprachlos. Klassenfahrt? So. Ja, die Klassenfahrt. So. Stopp, nein. Und ich schlafe eigentlich schon recht schnell ein, wenn ich müde bin. Aber Danny, der schläft beim Reden ein. Und dann weg. Und dann so nach 5 Minuten wacht er dann wieder auf... Ich habe noch gar nicht geschlafen. Die Doch. Community hat entschieden, Danny 40%, Maxim 60%. Das heißt, ja, laut der so Community schläfst du schneller ein als Danny. Selten. Ich stehe vor Danny auf. Die nächste Frage ist, wem gehört die pinke Zahnbürste? Okay, also das weiß ich ja, das Ergebnis. Ja, ja. Aber kleine Background-Story dazu. Vielleicht sag mal dir das Ergebnis erstmal. Danny 17%, Maxim, na, wie viel? 83. So, kleine Background-Geschichte dazu. Ich tausche regelmäßig die Zahnbürsten bei mir zu Hause aus. Das mache ich auch. Oh, ja, aber ich habe bei mir ausgetauscht. Fang nicht wieder an. So, und dann habe ich mir die rosane gegeben, weil... Wie hast du die so richtig gegeben? Naja, weil ich dachte, okay, für Danny die graue, das ist ja wurscht. Ich meine, das ist nur eine Farbe. Ich habe dann einmal mit der rosanen geputzt. Weil dann, wir gendern nicht. Wir gendern keine Zahnbürsten. Und am nächsten Tag habe ich, warum auch immer, die graue benutzt. Die war einmal benutzt erst. Und ja, seitdem haben wir getauscht. Also jetzt ist die rosafarbene Zahnbürste von Danny. Und ich mag sie. Ja, aber hier ist meine rosa. Bei uns? Bei dir hier ist meine rosa. Kommen wir zu der nächsten Frage. Wer streitet mehr? Oh, das kann man so nicht sagen. Ich schon. Ich kann das sagen. Naja, du gibst mir immer Grund, dass ich mich ärgere und unverstanden fühle. Okay, aber drück mich hier nicht so weg. Eben, also ich bin schnell gereizt
Du bist aber schnell aufgebracht. Du lässt dich schnell aufbringen. Ich glaube, dass ich mich schneller über Dinge ärgere als du. Ja. Aber du ärgerst dich über so nichtige Dinge. Das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Und ich ärgere mich immer sehr schnell. Ja. Die Community hat entschieden, wer streitet mehr? Danny 34%, Maxim 66%. Freunde. Voll gut. I got you. Kommen wir zu der nächsten Frage. Mhm. Wer ist von euch beiden der Kontaktfreudigere? Im Real Life? Also, du. Eigentlich? Ich würde total sagen, ich. Ja? Das heißt nicht, dass du nicht kontaktfreudig bist, aber ich glaube, ich habe so eine extrem einladende und offene Art, dass man mit mir sich gerne unterhalten möchte. Das stimmt. Und du bist mehr so, ach nee, komm, denen sprechen wir mal lieber nicht an. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich bin halt sehr, ich bin nicht schüchtern unbedingt. Ich kann euch alles erzählen. Aber wenn ich so mit echten Menschen zu tun habe, woraus die Welt ja eigentlich besteht, dann bin ich halt immer so ein bisschen awkward. Ich bin dann so, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe Angst, dass sie mich irgendwie judgen. Und dann bin ich so, Was tun die dich? Bewerten. Judgen. Besaften. Judgen. Was? Bejuice? Bejuice? Judge. Was heißt das? Beurteilen. Juice. Bejuicen? Bejuicen. Nein. Nein, da bin ich so ein bisschen, ich bin dann eher so ein bisschen zurückhaltender. Die Community hat entschieden, Danny 38% und Maxim 62%. Das hat mich wirklich gewundert, dass der Eindruck bei der Community entsteht, dass Maxim tatsächlich der Kontaktfreudigere ist. Also nicht, dass ich das jetzt in Frage stelle, aber es hat mich gewundert. Ich glaube, es liegt aber einfach daran, dass ich mich in meinen Storys viel freier entfalten kann, als wenn ich auf irgendeiner Veranstaltung bin. Da kann ich nicht im Bademantel, in Haushaltshandschuhen und in Schlappen durch die Gegend rennen und vor der Kamera rumtanzen und den neuen Saft auspressen. Kommen wir zu der nächsten Frage, die ich persönlich sehr toll finde. Wer ist komplizierter von euch beiden? Definitiv du. Ich bin sehr einfach gestrickt. Gar nicht. Ich bin einfach gestrickt. Gar nicht. Die Community hat entschieden, dass Danny zu 27% kompliziert ist, aber Maxim zu 73%. Und es ist wirklich so. Leute, ich lebe in einer Gefangenschaft. Zwingt dich keiner. Ja, nee, mein Herz zwingt mich ja. Aber du bist schon extrem kompliziert. Ich will dich mal nur daran erinnern, dass wenn du Hunger hast, dass dann gefühlt wir... Okay, ja, dem gebe ich recht. Aber für mich impliziert kompliziert, dass man nie weiß, was passiert. Bei mir ist es ja klar, wir stellen was die Frage, wer von euch beiden ist der Anstrengere? Es ist Maxim. Wenn ich Hunger habe. Also dieses, ja, aber dieses Hungerthema ist wirklich anstrengend. Und ich denke mir einfach so, ja, mein Gott, wir werden schon in einer halben Stunde was zu essen haben. Da muss man nicht gefühlt die Katze essen. Die Katze essen. Wer verkörpert den männlichen Part? Die Community entscheidet? Oder soll ich erst sagen, dass die Community glaubt? Nee. Also, ich fange jetzt nicht wieder mit meinem Gender-Thema an. Ja. Aber ich glaube, den männlicheren Part, den kann man nicht teilen. Weil ich habe genauso viel Haare auf der Brust wie du. Wenn nicht sogar noch mehr. Stimmt nicht. No. Also, ich glaube, wenn man den männlichen Part in Gut und Böse einteilt, dann bin ich vielleicht derjenige, der vom Äußerlichen mehr männlicher wirkt. Ja, weil ich Bart voll geschminkt bin. Ja, genau. Also so deswegen würde ich auch dieses Ergebnis so verstehen. Danny 91%, Maxim. Maxim. Das ist jetzt, Freunde, das ist genau Maxim das. 9%. Das ist genau das, warum ich das hier alles mache. Nur weil ich Make-up trage, heißt das nicht, dass ich weniger Mann bin. Ja, Punkt. Ich glaube, kann man ganz klar dass das Ergebnis wirklich einfach daherkommt, weil ich halt einfach kein Make-up trage. Ich glaube, dass die Zuschauer das so deswegen entschieden haben. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wenn es jugendfrei ist, warum ihr das so entschieden habt. Oder vielleicht, aber was man auch sagen könnte, du bist emotional, bist du. Man sieht mir Emotionen mehr an als dir. Ja, du bist weicher emotional. Ich bin eher so ein das bisschen... Das wissen ja die Zuschauer nicht, dass ich bei traurigen Hundefilmen weine. Genau, so das tue ich halt nicht. Ich bin da, glaube ich, eher abgebrühter. Ja, also ich bin wirklich ein sehr emotionaler Charakter, gerade was so das Thema Fernsehen betrifft. Ich glaube, allein wenn da so ein Pinguin alleine durch die Antarktis läuft, dann kann ich schon wieder weinen, weil ich das so traurig finde. Das stimmt allerdings. Ja. Tierdokumentation auf N24 geht gar nicht. Nein, das sind für mich schlimmer als die. Also ich bin so Horrorfilme, komm hier, erkenne ich alle, mache ich alle. Aber so Tierfilme, so ja, geht gar nicht. So, und jetzt stimmt noch. Oder auch hier früher Julia Leischik sucht. Ja, gut, das kann ich aber auch nicht. Geht gar nicht. Das kriege ich auch nicht. Ich habe da Schlotze und Rotze geheult.
Kommen wir zu der nächsten Frage. Die nächste Frage wäre, wer arbeitet mehr für sein Geld? Das ist ganz, ganz schwierig. Nee, ist voll doch, einfach. Nee. Das ist ganz schwierig. Schwieriges Thema bei uns. Ja, nee, nicht nur bei uns, sondern ich glaube bei vielen Leuten. Bei unseren anderen Freunden auch. Nee, bei Leuten, wo der eine selbstständig ist und der andere angestellt ist. So, das ist... Ne. Ich wäre auch lieber selbstständig. Genau, deswegen, aber das ist was ganz anderes. Die Frage ist ja, wer arbeitet mehr? Danny arbeitet zu fixen Zeiten. Der hat, um 9 muss er da sein, um 18 Uhr kann er gehen. Nee. Na, erzähl mal, wann ich immer zur Arbeit war. Du fährst um 6.45 Uhr fährst du los. So, ich stehe aber auch um 5 Uhr auf mit ihm und ich fange dann auch an. Also es ist ja nicht so, dass ich mich dann wie die faule Socke noch ins Bett lege und dann erstmal den Tag verstreichen lasse, bis ich dann irgendwann mal mich ermögliche, ein Video zu drehen und dann sage so, das war der Job für zu Hause. Ich mache ja viel, viel mehr. Es gibt auch Leute, die eine Instagram-Story posten um 12 Uhr. Oh, heute musste ich aber früh aufstehen. Das bist du nicht. Aber so eine Leute gibt es. Finde ich immer lustig. Grüße gehen raus. Ja. Ja, nee, also ich arbeite sehr, sehr viel für mein Geld und Danny auch. Ich glaube, das kann man nicht aufwiegen. Die Community hat auf jeden Fall entschieden. Und das ist auch sehr ausgeglichen. Mhm. Wer arbeitet mehr für sein Geld? Danny 51%, Maxim 49%. Das ist fair. Ich glaube auch. Das wirkt halt einfach immer nur anders. Danny sieht man halt den ganzen Tag im Büro und mich sieht man halt den ganzen Tag zu Hause. Dabei ist das gar nicht mein Job, im Büro zu sitzen. Das möchte ich hier einfach an dieser Stelle mal sagen. Ja, ist ja so. Ich habe ja was ganz anderes, was ich tue. Man sieht mich nur in meinen Instagram-Stories in diesem Büro. Das stimmt. So, und mich sieht man halt den ganzen Tag nur zu Hause. Aber ich mache ja was. Kommen wir zu der nächsten Frage, die mich sehr gewundert hat, also euer Ergebnis. Wer von euch beiden ist selbstbewusster? Was glaubst du? Kommt auch drauf an. Worauf? Auf die Situation. Wenn ich selbst die Situation, wenn ich Härte... Da war der Nudelsalatchen. wenn ich Herr der Situation bin, bin ich sehr, sehr selbstbewusst. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich will und das ziehe ich durch. Wenn ich nicht Herr der Lage bin, bin ich ein kleines Mäuschen. Du prescht aber sofort immer raus, egal wo. Ich will den Geschäftsführer sprechen. Ja, Danny ist so, let me talk to the manager und ich bin so, im Hintergrund. Die Community hat entschieden, Danny 42%, Maxim 58%. Aber ist schon recht ausgeglichen. Ja, aber die Community glaubt, du bist der Selbstbewusstere von uns beiden. Ich muss dazu sagen, da kam ein Stück Nudelsalat raus. Ich habe gerade gegessen. Ich muss dazu sagen, dass ich Maxim sehr selbstbewusst finde. Ist so in den Lebenssituationen. Ich finde, dass er das alles richtig gut meistert und alles auch selbstständig managt. Also er braucht jetzt keinen Danny-Aufpasser. Im Gegenteil, ich glaube, ich bin eher derjenige, der übernimmt, wenn Maxim einfach ermüdet ist. Ja, und das ist so ein Ausgleich. So, er weiß schon ganz gut, wann bei mir der Punkt überschritten ist, wo ich einfach entweder nicht mehr weiß, was soll ich jetzt tun, was soll ich jetzt sagen, oder wenn ich auch einfach keine Lust mehr habe auf irgendwas, aber ich halt nicht aus der Situation rauskomme, dann ist er immer ganz vorbildlich und übernimmt dann. Ich glaube so, in der Kleiderfrage bist du tatsächlich auch noch ein bisschen selbstbewusster. Ja gut, vermutlich. Ich weiß halt einfach, was es ist mein Job. So, ich weiß, was kann ich anziehen, ich weiß, was kann ich nicht anziehen und ich weiß, was muss ich kaufen, damit ich das und das erreiche. Kommen wir zu der nächsten Frage. Mhm. Die finde ich besonders lustig. Mhm. Wer von uns kann besser mit Geld umgehen? Die Entscheidung der Community war relativ einleuchtend. Also wenn ich jetzt an die Community denken würde, würde ich sagen, dass sie denken, dass du es bist. Ja. Und zwar mit 74%. Du bist mit 26% vertreten. Freunde, was heißt denn mit Geld gut um? Ja, wenn man so viel Geld hat, dann kann man auch viel ausgeben. Das habe ich nicht gesagt. Ich denke zu 50% sehr langfristig mit meinem Geld und zu 50% gar nicht. Ach, da kaufen wir uns eine neue Louis-Tasche. Kostet ja nicht wahr, Danny? Ja gut, aber auch da ist ja auch eigentlich was Langfristiges. Die Wertsteigerung. Ja, die Wertsteigerung einer Tasche. Ich habe meine Tasche mit 14 damals für 600 Euro gekauft. Ich weiß, es kommt... Die kostet jetzt 1600 Euro. Jetzt kommt die traurige Geschichte, als du die Tomaten und die Oliven treten musstest. Ja. Ich bin nach Italien zu meiner Familie geflogen und habe tagelang Oliven geerntet und sie dann mit meinen nackten Füßen getreten für Olivenöl, damit ich Geld verdiene, damit die ich die Louis-Tasche kaufen kann. Die habe ich heute noch. Da, wo die Leute
da wo wir Geld für unsere Pokémon-Spiele ausgeben, hat Maxim sich Louis-Taschen gekauft. Die Community hat auf jeden Fall sehr einstimmig entschieden, dass Danny derjenige ist, der besser mit Geld umgehen kann, nämlich mit 74% und Maxim nur mit 26%. Schreibt mal bitte die Begründung in die Kommentare dafür. Woran liegt das? Also ich kann mir vorstellen, woran es liegt. Komm, reg dich nicht so auf. Nee, ich reg mich gar nicht Frage. Auf. Nein, gar nicht. Nee, ich würde es nur gerne verstehen. In der nächsten Frage kriege ich es jetzt zurück. Okay. Wer ist fauler? Komm, jetzt hau raus. Ja. Also ich würde jetzt, um dich zu dissen, würde ich sagen, du? Ja, bin ich ja auch. Zum Teil. Aber weil ich einfach auch mehr auf den Beinen bin. Das heißt nicht, dass ich mehr arbeite, aber ich habe ja einen anderen Workflow. Du hast einfach einen anderen Tagesrhythmus als ich. Am Wochenende bist du definitiv der faulste Mensch. Ja, gar nicht wahr. Seit du wärst, letztes Jahr du wärst gerne der faulste Mensch. Das stimmt. Ich würde am liebsten von Samstag bis Sonntag nur im Bett liegen, was Fernsehen völlig gucken und kuscheln. Du musst halt 7 Stunden, 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden im Büro sitzen. Von 7 bis 7. Ich kann mit 12. Ich kann mittags sagen, ich lege mich mal eine Stunde hin. Und du gehst essen. Naja gut, aber dafür fange ich halt um 5 Uhr auch an zu arbeiten. Ne? Also ich auch. Ich habe halt einen anderen Tagesablauf. Das hat nichts, glaube ich, mit Faulsein zu tun. Zwischendurch bin ich super faul und habe einfach keine Lust, irgendwas zu machen. Auf jeden Fall hat die Community entschieden, Danny 72%, Maxim 28%. Vielen Dank dafür. Deswegen wundert ihr euch, dass ich so wenig Instagram-Stories mache, weil ich hier eh nur gedisst werde. Kommen wir zu der nächsten Frage. Und das ist eine Frage, da habe ich so viele Zuschriften bekommen, ohne Quatsch. Ich habe ja bei dieser Frage mir was bei gedacht und ich wollte damit ja niemanden irgendwie animieren. Und ich habe ja dieses Thema abends online gestellt, bin dann schlafen gegangen und als ich morgens aufgewacht bin, dachte ich mir so, verrückt. Die Frage war nämlich, wer liebt den anderen mehr? Das ist eine mega provokante Frage und ich entschuldige mich für alle, die in irgendeiner Form, weiß ich nicht, daraus ein Theaterspiel in ihren Kopf gebaut haben. Fakt ist aber, dass ich einfach wissen wollte, wie wirken wir auf euch und wer glaubt, wenn man überhaupt von mehr Lieben sprechen kann, wer das wäre bei uns. Und ich bin umso zufriedener mit der Antwort, die wir haben. Denn die Antwort, was glaubst du denn, wer hier mehr wen liebt? Kann man nicht sagen. Doch, ich glaube, ich liebe dich mehr. Wenn man jemanden mehr liebt, dir mehr. Das ist ja, was denn? Heute ein Pullover? Du hast mir heute einen Pullover geschenkt, der dir nicht passt. Boah, exposed. Exposed, cancelled, Maxim exposed, Danny, 18 Minuten. Und schon weint Daddy wieder. Nein, das ist, also das, die Frage ist so provokant. Voll gut. Wenn das nicht ansatzweise ausgeglichen wäre, dann wäre es keine ausgeglichene Beziehung. Naja, jedenfalls war die Antwort dennoch gleichbleibend. 57% Danny, 43% Maxim. Also es ist ein sehr souveränes Ergebnis und das habe ich mir auch genauso gedacht. Ja, damit kann ich leben. Bei der nächsten Frage, nämlich die Frage, wer sieht besser von uns beiden aus? Damit, ich meine, ich wusste ja, wie das Ergebnis ausfällt. Ja, nicht, weil ich so ein kleines Selbstwertgefühl habe, aber weil ich ja sehr viel meiner Community auch über Maxim aufgebaut habe. Und ich weiß ja, viele finden ja Maxim ja auch total toll. Und deswegen habe ich die Frage gestellt, wer sieht besser von uns beiden aus? Ich habe ein sehr dickes Fell und ich glaube, ich wäre enttäuscht gewesen, wenn ich so eine 95,5 Antwort für mich bekommen hätte, dass Maxim nur zu 5% gut aussieht. Das hätte mich an meinem Geschmack zweifeln lassen. Aber das Ergebnis ist so, dass ich das dann so gesehen habe und dachte mir so, ja, was glaubst du denn, wer von uns beiden besser aussieht? Das wollen wir jetzt hier alle wissen. Das kann man gar nicht sagen. Doch, das kann man jetzt genauso sagen. Das würde ich auch niemals beantworten. Ich glaube, ich sehe besser aus. Ich glaube auch. In meinen Augen. Ungeschminkt. Ja. Ungeschminkt siehst du definitiv besser aus als ich. Die Antwort war, das ist ein bisschen traurig auch, 30% Danny und 70% Maxim. Aber voll süß, dass 30% dich für süß finden. Ja, fand ich auch voll süß. Freunde, ich fand von meiner Seite dieses Video extrem interessant, weil ich einfach so dieses Bild der Community gesehen habe. Aufschlussreich war. Ja, ich hatte da mal eine richtig gute Idee auf dem Klo gehabt. Doch, da kommen mir die meisten YouTube-Ideen, falls ihr euch das mal wundert. Schreibt mir mal in die Kommentare, wo euch die meisten Ideen kommen. Für YouTube-Videos oder für sowas. Ja, so generell, auch für Einkaufszettelmöglichkeiten. Wir sollten einen Einkaufszettel machen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, denn Danny, Team Danny, das sind mich wir alle, möchte zu Weihnachten die 10.000 YouTube-Abonnenten haben. Und dazu müsstet ihr den Kanal jetzt mal bitte abonnieren, da unten. Nicht abonnieren. Abonnieren. Aber das kriegen wir hin bis Weihnachten. Da unten und die Glocke aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt wird, wenn es Videos von Maxim und mir gibt oder von mir. Aber aktuell wird hier sehr viel mit Maxim passieren. Als Werbeikone. Da muss ich viel für bezahlen. Pay me. Freunde, wir verabschieden uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schön, dass ihr wieder da wart. Lasst dem Video unbedingt einen Daumen nach unten da. Kochen wir Sonntag wieder? Wenn du willst. Ja, wir haben ja die Manny kocht Playlist jetzt.
vor uns gibt. Jetzt kochen. Schnapp uns mal Kaffee. Weight Watchers. Ich will ein Weight Watchers Rezept ausprobieren. Okay. Wirklich. Da gibt es schon Fertiggerichte. Nein, wir sollen noch kochen. Okay, Salat. Du kriegst einen Punkt. Freunde, alles Gute. Tschüss. Tschüss.